moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Beim E46 wird die Spur eingestellt. Yay! Ich bin natürlich jetzt gerade schon ein bisschen am Probefahren, wie ihr hier sehen könnt. Dezent klappert es hinten links, vielleicht auch vorne links noch ein bisschen, aber das werden wir ja gleich sehen. Da nehme ich euch heute mit, halt zur Spureinstellung. Und ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Die Scheinwerfer sind angekommen. Das heißt, es wird jetzt in der nächsten Zeit wirklich eigentlich sehr, sehr viel an Videos kommen. Freut euch auf jeden Fall darauf. Ich wollte halt jetzt, bevor wir dieses Video nicht machen, noch gar nichts anderes anfangen. Das wird jetzt alles kommen. Wir fahren jetzt erstmal zum Spureinstellen und ich glaube, danach macht es erst am meisten Sinn, eine richtige Probefahrt zu machen. Macht es nicht? Okay, das war halt das Komische. Am Anfang ist der, also das Lenkrad steht leicht nach links. Er zieht aber nach rechts. So, also war ja klar, der hatte ja auch mal einen Bums, das wussten wir ja auch. Im Gegensatz zum Fahrwerk, was davor hier drin war, fährt er sich tatsächlich weicher, angenehmer. Aber man merkt es halt schon, dass man extrem aufpassen muss, was Hubbel und sowas angeht. Also ich bin jetzt schon der Meinung, der ist fast ein bisschen tiefer als der E36. Gucken wir mal, hier ist ein schöner Kreis, da kann man schön merken in den Kurven, wie er da fährt. Fahren wir nochmal eine Runde. Also schleift auf jeden Fall nichts. Gar nichts. Oha. Und ich drücke den gerade schon richtig rein. 1A, also Retalk, Preis-Leistung, mega krass. Es ist ein DTS-Fahrwerk. Ganz simpel, einfach. Das hat nicht mal 300 Euro gekostet. Also wenn es jetzt nicht klappern würde, was aber wahrscheinlich mein Fehler ist, ja, 9 oder 10 von 10. Von daher tip top. Dann gehen wir mal zur Spureinstellung. Danach werden wir wahrscheinlich mehr erfahren und da werde ich euch heute ein bisschen mitnehmen. Ja, angekommen bei eigentlich meinem Lackierer des Vertrauens in Zukunft hoffentlich. Die Stoßstange soll ja noch hier lackiert werden, beziehungsweise ich habe mir überlegt, vielleicht kriege ich das auch hin, dass ich die ein bisschen selber lackiere. Aber bevor es dann ganz scheiße aussieht, lass es dann lieber dem Profi ran. So, und ja, da habe ich hier Thorsten, der jetzt zusätzlich auch noch Karosseriebaumeister ist seit letzter Woche. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ja, Lackierermeister auch noch. Und freundlicherweise nimmt er mich heute mit dabei, wie wir die Spur einstellen beim E46. Ja, als erstes machen wir erstmal Dienst nach Plan. Genau, wir haben erstmal Auto auf die Bühne gefahren, wir haben vorne auf die Drehplatten gestellt, haben einmal unter durchgeguckt, ob alles soweit gangbar aussieht, haben schon mal alles ein bisschen eingesprüht. Aber jetzt werden die Spiegel montiert, das ist ein 3D-Achsmessstand, also quasi der neuesten Generation. Wir sind vorsichtig sein mit der Felge unten. Also das ist erstmal die Drehscheibe, wo der Reifen genau, das ist die Drehscheibe, dass wir die Spur einstellen, damit kein Widerstand, weil das Gummi auf dem Metall sonst ja blockieren würde, kann er sich mal hier frei drehen. Ich setze den mal unten an, vorsichtig. Man kann natürlich auch sonst die Felge kaputt gehen von. Ja gut, wir wollen eh neue Felgen. Ja, aber es hat ja nicht jeder irgendwie alte Felgen drauf. Oder? Wird die auf seine Zollgröße eingestellt. Einmal ein bisschen festziehen. Okay, wie viel Newtonmeter hast du jetzt so? So knack, knack, ne? So, andere Seite. Genau, machen wir erstmal hinten. Weil die sehr, sehr teuer sind. Genau, weil sie sehr, sehr sensibel sind. Ja. Ich sag mal, das lässt sich an der Fallen und erzählt das nicht, dann haben wir bei der nächsten Vermessung kein Problem. Ja, passt. Wir hier am Schraubercomputer. Neue Achsenmessung. Ist aber schon krass, wie das so in den Jahren gewechselt ist, oder? Also ich meine, wie hat man das früher gemacht? Mit nicht so viel Computer? Früher wurde es auch mal mit der Schnur gemacht, ne? Mit der Schnur? Ja, aber ich glaube, da waren wir noch nicht in Planung. Alles klar. Das heißt, du suchst jetzt erstmal das Auto raus. Dann suchst du der BMW. Baujahr? 2002. So, jetzt haben wir ganz viele. E36, E46, Cabriolet. Limo. Kein Allrad? Nee. Eine Heckschleuder, das ist doch das Gute, denn nachher Differential noch schön schweißen und los geht's. Schlecht Wegeausführung oder was ist das? Von der Tiefe her? Nee. Tiefer gelichtet Sport. Guck mal, da kommt der Sache schon näher. 18 drauf. Ja, wir wollen aber noch 19 haben. Ist das wichtig? Letztendlich ist es nicht wichtig. Okay. Weil du kannst ja sehen, bis auf M3. Schön. Ja, aber. Gibt's auf 19 Zoll. Ich würde wahrscheinlich jetzt einfach mal so, ohne jetzt Blödsinn zu erzählen, würde ich jetzt mal sagen, dass vielleicht der M3 vielleicht eine breitere Spur hat. Mhm. Ne? Ja. Deswegen kann man das jetzt so jetzt nicht nehmen. Deswegen würde ich jetzt hier Limousine, tiefer gelichtetes Sportfahrgestell, 18 Zoll Räder. Ja, mit dem Sportfahrwerk sind wir ja sowieso außerhalb letztendlich der Herstellertoleranz. Ja, das ist dann immer so ein
Kompromiss sein, mit dem man dann eingeht. Und der Rest basiert dann auf Erfahrungswerte. Oh, was misst ihr hier denn jetzt für Kilos? Auch Hersteller, während der Vermessung müssen wir vorne 68 Kilo haben, hinten auch 21 Kilo im Kofferraum. Tank muss voll sein. Erfüllen wir das? Ja, Tank ist voll. Tank ist voll? Natürlich ist der Tank voll, das ist gerade getankt. Jetzt geht's los. Ja, er sieht jetzt den Spiegel. Also wenn ich jetzt durch den Laser gehe, dann findet er den nicht. Genau. Also hier ist übrigens nur mit Kabelbindern angebaut. Das heißt vielleicht, ja, so wie mein wunderschönes Kennzeichen. Aber es hält. So, ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, er hat sich jetzt hier halt schon irgendwie ein bisschen gesucht. Ja, genau, er hat die Tafeln schon gefunden. Und jetzt schieben wir das Auto einmal zurück und einmal wieder vor. Da haben wir den Salat. Wer hat das Fahrwerk eingebaut? Ich. Oh. Nein, das kann gut sein, aber er ist jetzt natürlich völlig raus. In dem Fall vermesse ich die Autos immer zweimal. Ja. Ne, vermesse ihn einmal komplett durch, fahre wieder runter, fahre am besten eine Runde, vermesse ihn dann nochmal. So. Das ist ein? Damit kannst du die Bremse fixieren. Okay. Da ist noch das Bremspedal drauf. Also du drückst quasi die Stange gleichzeitig, um das Pedal runterzudrücken. Und ziehst den nach vorne. Genau. Oh, wenn er fest ist. Ja. Bremspedale einsetzen, Stifte aus Drehtellern ziehen. Die hier. Genau. Die nimmst du auch runter hier. Andere Seite genau das gleiche. So, jetzt musst du einmal das Lenkrad einschlagen, dass der Pfeil in den grünen Bereich kommt. Hände dreckig. Mein schönes Alcantara-Lenkrad. Jetzt schon gut oder noch in die Mitte da? Er sagt gleich was. Wenn das Rote kommt, kannst du gut. Wenn das Stoppschild kommt, dann hält sie fest. Kannst schon, sobald du im grünen Bereich bist, kannst du da gehen. Genau, jetzt hält er gerade. Das ist ja wie so ein Computerspiel hier. Das Lenkrad gerade. Ja, ich finde immer noch leicht nach links, aber... Mach nichts. Schon einmal reinsetzen. Ja. Kannst du mich am besten sehen. So, dann noch die Sitz drauf. Und die unter den... Ah, okay, also so, hier. Genau. Und jetzt drückst du die Stange runter. Mhm. So, und jetzt musst du das Lenkrad mal gucken, dass es gerade ist für dich. Da hat auch immer jeder so ein bisschen anderes Empfinden, weil jeder auf ein anderes Detail achtet. Also du kannst natürlich auch mit Wasserwagen gerade stellen. Also ich weiß ja nicht, wenn du fährst und siehst, oh, das Lenkrad ist schief, wo guckst du hin? Guckst du hier rüber? Guckst du da rüber? Siehst du das an den Schaltern? Ich sehe das hier. Genau, also oder? Allein klar, das Ganze. Ja. Deswegen hat jeder so ein anderes Empfinden. Ja. Das Lenkrad kann 100% gerade stehen und einer sagt, das ist schief. Das ist gut. Kannst du raus? Kurz abgestürzt hier. Mhm. Minuten sind das. Das sind 60er Taktung. Ja. Verstehst du? Habe ich verstanden. Also, aber ja, wie du jetzt gesagt hast, dadurch, dass der jetzt ja eh tiefer gelegt ist, muss ich ja in Klammern gesetzt halt damit leben. Entweder kannst du es bei dem Fahrzeug einstellen. Ja. Ne? Dann kannst du halt deinen Sturz auf die Sollwerte stellen. Mhm. Ne? Einige machen auch extrem Sturz, weil sie zum Beispiel die Räder sonst nicht in die Radkästen bekommen. Ja. Ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt viele Tuning-Aussteller, genau. Da sieht man das halt extrem, also wie heftig das aussieht, dass die halt, das ist meistens noch auf Luft, ne? Ja. Dass die halt schon drin versenken im Radkasten und zusätzlich einfach diesen krassen Sturz haben. Mhm. Aber die fahren ja auch damit noch. Ja, aber das ob sich das noch schön fährt, ist eine andere Geschichte. Da ist dann wahrscheinlich eher die Optik in der Vordergrund, sag ich mal. Ne? Oder zum Beispiel im Driften wird ja auch zum Beispiel viel mit Sturz gearbeitet. Einfach, sag ich mal, in der Kurve, wenn das Rad sich gerade stellt, dann die perfekte Auflagefläche an der Vorderachse zu haben. Also haben wir die gesamte Übersicht, das ist die Hinterachse. Wir fangen mit der Hinterachse an. Ja. Ne? Weil Hinterachse ist spurführende Achse. Ja. Also die Hinterachse entscheidet, wo du lang fährst. Nicht dein Lenkrad. Also wenn du geradeaus fahren möchtest. Okay. Ne? Weil ich sag mal, wenn die Hinterachse übertrieben gesagt so steht, fährt dein Auto so, du korrigierst nur nach. Er ist jetzt auch hier irgendwie relativ weit auf rechts. Das ist deine Gesamtspur. Achso, okay. Wenn wir gleich eingestellt haben, weil sie jetzt zum Beispiel links relativ weit raus ist, rechts ist sie fast okay. Ja. 0,08 ist optimal, 0,05 hat er. Also theoretisch ist er hinten rechts schon gut. Ne? Ach was, dafür, dass der nach rechts fährt, also zieht? Da kann er für sorgen hier. Ah, okay. Ne? Gut. Weil dein hinterer Lenkreifen ist die Spur komplett raus. Also? Das ist es. Gut, dann machen wir das wieder schön, so gut es geht. Sturz ist zum Beispiel
fast gleichmäßig. Ah ja. 8 Minuten Unterschied? Das ist eigentlich nichts. Gut. Gut, dann kannst du hier langsam anstellen. Oh. Ja, da sind wir wieder. Also ich glaube, wenn ich das jetzt mal mit meinem laienhaften Wissen kurz erklären kann. Also hier haben wir die Spur eingestellt und hier haben wir den Sturz eingestellt. Ist das jetzt richtig? Ja. Okay, sehr schön. Dann bin ich schon zufrieden. Du kannst das Ergebnis ja schnell zeigen. Ja, guck mal dahin. Das hat noch keiner gesehen, wie perfekt das hier ausgerichtet ist. Also traumhaft, hier. Kick es dir an. Vor allen Dingen hinten links bin ich ganz besonders stolz drauf. Gut. Ja, was gab es jetzt eigentlich noch großartig zu erklären? Eigentlich nicht, außer dass wir halt die richtigen Schrauben gedreht haben, was halt bei BMW ganz komisch war. Mit der Gummibuchse. Nee. Die Spur bei BMW stellst du komplett über die Aufnahme ein. Die hat Langlöcher. Ja. Damit stellst du quasi so und dadurch verhinderst du die. Mhm. Ja, doch. Die haben jetzt weiter nach außen geschoben und dadurch ist die Spur jetzt rausgekommen. Was hatten wir vorher? 36? Ja, 33. 33. Nee, ja. Oder 36. Und als ich dann geguckt habe, dann 33. Ja. Genau. Also es war schon ein krasser Unterschied raus, jetzt. Ja. Sehr schön. Dann sind wir hinten fertig. Genau. Und gehen angezogen. Nach vorne zu den Vorderachsen. Aber halt da, macht da nicht so viel drehen, weil der kann ganz wenig ab. Und... Oh oh, nicht das Auto bewegen. Das ist gemein. Ihr seid einfach viel stärker, weil ihr jeden Tag Fruchtzwerge ist. Viele Fruchtzwerge. Viele Fruchtzwerge, gut. Jetzt darfst du natürlich versuchen, die Spurstange nicht zu drehen, sondern willst nur die Kontermutter wieder gegen den Spurstangenkopf drehen. Muss man die sehr festziehen? Mhm. Ja, das musst du mir wahrscheinlich gleich machen. Ich mach den gleich schon. Knacken, ich wollte gerade sagen, ich mach den schon rund hier. Jetzt müssen wir nochmal den Domlager angucken. Hm. Also die haben wir einfach abgemacht. Ist das jetzt schlecht? Schlagert er vielleicht deswegen? Nein. Woher willst du das wissen? Weil jetzt doch fest ist. Ist es vielleicht rechts-links Domlager gewesen? Das ist nicht gespiegelt, sondern gleich. Ja. TÜV sagt nein. Ja, hör jetzt mal. Fertig und es kam schon aus dem Drucker raus. Ja, das Protokoll für die Fahrzeugvermessung. Ja, hat alles super cool geklappt. Ich hätte es mir gar nicht so vorgestellt, dass es doch so viel Feinarbeit ist. Auf jeden Fall hat es mega viel Spaß gemacht, auch mal sowas zu sehen. Ich bin auf jeden Fall jetzt happy, dass ich geradeaus fahre. Perfekt. Nein, auf jeden Fall, dass es alles eingestellt worden ist. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich an dieser Stelle. Ja, sehr gerne. Wer aus dem Raum Hamburg Interesse daran hat, dass sein Fahrzeug professionell vermessen wird, von dem Meister überhaupt, ne, der kann gerne einmal in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich euch Ladenteam markiert. Und ja, Lackierer sind sie auch noch. Das heißt, meine Stoßstange wird auch hier lackiert. Ladentin ist toll. Hallo, wer begeistert? Hallo, Chris König. Guck dir das Video an. So, ja, nachdem wir das jetzt alles perfekt eingestellt haben, der Wagen fährt geradeaus. Yay, gut. Ich bin happy. Somit war es auch schon mit diesem Video. Ja, lasst ein Like da. Abo nicht vergessen, Glocke aktiv. Und vielen, vielen Dank nochmal an das Team von Ladentin. Ich habe sogar einen richtig schönen Dufterfrischer dafür mitbekommen. Und ja, checkt die auf jeden Fall einmal bei Instagram ab. Ich verlinke euch die lieben Herren des Ladens. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.